Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe und geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute ein wichtiges Thema der Quellenkritik und wir müssen diese Frage natürlich verorten innerhalb eines gewissen Rahmens. Ausgehend von der etwas polemischen Aussage, der Koran wurde viel später geschrieben, gemeint, als er behauptet, geschrieben worden zu sein und hat keine Authentizität, gemeint, keine im Sinne einer Echtheit. Da müssen wir jetzt ansetzen und sagen, in dieser zugegeben polemischen Fragestellung stecken zwei wichtige Aspekte drin. Der erste Aspekt ist die Frage des Geschriebenen. Der zweite Aspekt ist der Echtheit. Beginnen wir bei dem Geschriebenen. Der Koran und auch, wenn wir das so sagen wollen, die islamische Tradition hat nie verhehlt, dass der Koran ursprünglich in mündlicher Form entstand oder, wie die Muslime sagen, herabgesandt wurde. Wenn wir es einmal von nicht-muslimischer Warte sehen, dann würden wir sagen, der Koran entsteht, taucht irgendwann im Laufe der Geschichte auf, hat auch selbst eine Geschichte, wird ja im Laufe von 23 Jahren irgendwie zusammengetragen. Dieses Zusammentragen nach dem, was wir aus der schriftlichen Tradition wissen, geschah nicht unbedingt sofort schriftlich und nicht in allen Teilen schriftlich, wurde aber im Laufe der Zeit nachträglich gemacht. Die mündliche Form stand immer fest. Die schriftliche kam nach und nach dazu. Allerdings auch in Anwesenheit des gesandten Mohammed, Friede sei mit ihm, und auch der Sahaba, die lesen und schreiben konnten. Hier gibt es nun zwei wichtige Argumente. Das Argument, der Prophet Mohammed selber, Friede sei mit ihm, konnte nicht lesen und schreiben. Wieso sollte der Koran zu seiner Zeit geschrieben worden sein und wie hätte er kontrollieren können, was das wäre? Das muss ja alles viel später passiert sein. Hier haben wir zwei wichtige Argumente. Das erste, der de facto Beleg ist, es gibt Manuskripte, die in die Lebenszeit des Propheten, Friede sei mit ihm, hineinreichen. Gerade in den letzten Jahren sind an 2 bis 3 Universitätsstädten in entsprechenden Handschriftensammlungen entsprechend datierte Fassungen aufgetaucht. Davon abgesehen gibt es mehrere Forschungsprojekte, unter anderem etwa das Projekt Corpus Quranicum von Frau Professor Neuwirth, das auch genau das zum Ziel hat, eine historisch-kritische Analyse zu betreiben. Jetzt muss man sagen, diese historisch-kritische Analyse kann sich in Ermangelung von Stimmaufzeichnungen natürlich zunächst einmal nur an das Schriftliche wenden. Aber selbst beim Schriftlichen ist klar, dass letztendlich der Text immer derselbe gewesen ist. Es gibt also, sagen wir mal, keine schriftliche Belegung, die irgendeiner Kritik standhält, die etwas anderes aufweist, als der Text war immer derselbe. Dass die Reihenfolge der Abschnitte, der Kapitel, der Suren, auch schon nach Meinung mancher Sahaba hier und da wechselte, steht außer Frage. Das mag sein. Aber das, was wir heute vorliegen haben, das heißt in der schriftlichen Gesamtfassung, Sure um Sure, Kapitel um Kapitel, das ist feststehend und dies ist schon auch in den ältesten Formen belegbar. Es gibt hier keine Abweichungen. Das Argument, es gibt so viele Varianten, wir müssen erst eine textkritische Fassung erstellen, erscheint aus textkritischer Variante, aus westlicher Sicht vielleicht nachvollziehbar. Aber hier muss man sagen, die Varianten sind im Grunde die Pausensetzungen, sind im Grunde ganz wenige schriftliche Abweichungen, bestimmte Varianten, bestimmte Aussprachevarianten, aber letztendlich der Text selber, von minimalsten Abweichungen abgesehen, ist doch en bloc als solches immer derselbe gewesen. Das Zweite. Er hat keine Authentizität, lautet da die Aussage. Authentizität hat zwei Aspekte. Echtheit im Sinne von nicht gefälscht und Echtheit im Sinne von maßgeblich. Echtheit im Sinne von nicht gefälscht. Diese Argumentation, dass der Koran eine Fälschung späterer Zeit sei, ist wissenschaftlich und historisch nicht zu fassen und nicht zu belegen, sondern eher das Gegenteil. Bezüglich des Argumentes der Authentizität gibt es zwei Aspekte, nämlich Authentizität einmal als Echtheit im Sinne keine Fälschung und einmal Authentizität im Sinne von einer Autorität haben. Beginnen wir bei dem ersten Aspekt, dass der koranische Text, so wie er heute besteht und allgemein bekannt ist, keine Fälschung ist,
lässt sich durch entsprechend ausreichende Funde, Originalquellen aus dem 6., 7. und 8. Jahrhundert eindeutig festhalten. Wäre es eine Fälschung, würde es außerdem bestimmte Eigenschaften nicht haben, die der koranische Text hat. Ich gebe ein Beispiel. Bevor es zur historisch-kritischen Sprachbetrachtung des 17. und 18. Jahrhunderts kam, wusste man über bestimmte historische Entwicklungen der arabischen Sprache nichts. Wäre der Koran eine Fälschung etwa aus dem 8. oder aus dem 10. Jahrhundert, wäre er ein glattes, klassisches Hocharabisch. Das ist er aber nicht. Der koranische Text hatte sehr viele Reste des Altarabischen, von dem wir ansonsten nicht sehr viel Quellenkunde haben, aber ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. In das klassische Koran-Arabisch wandert zum Beispiel ein Konsonantenwechsel. Ich mache es nicht so kompliziert. Etwa das Wort Makka lautet in altarabischer Form Bakka. Das war bei den Sprachwissenschaftlern zwar hier und da bekannt, aber bei den Fälschern nicht. Deswegen, solche alten Sprachreste finden sich ganz typisch nur bei den Texten, die aus der Übergangszeit des 6. bis zum 7. Jahrhundert stammen. Denn in späterer Zeit hatte sich das bereits verfestigt. Die späteren Autoren haben über diese Sprachwechsel häufig keine ausreichenden Kenntnisse mehr. Es war auch nicht im Fokus der Leute. Das bedeutet, hätte ein späterer Fälscher versucht, Texte hineinzusetzen, er hätte keine antiquierten Formen dieser Art genommen, weil das damals nicht mehr bewusst war. Es gibt also sozusagen eine Selbstbeweisung der Echtheit des Textes, dass er eben aus der Zeit zwischen dem 6. und 7. Jahrhundert stammt, aufgrund seiner Besonderheit. Etwa kontinuierlich werden im ehrenwerten Koran bestimmte Formen genannt, wie zum Beispiel Dhalikum, die im Klassischen nicht mehr existieren. Im klassisch-arabischen existiert nur noch Dhalika. Dhalikum ist eine altarabische Form. Das bedeutet, die vergleichsweise altertümliche Form des Korans in vielen Teilen widerlegt, dass er eine hocharabische Fälschung des 8. oder 10. Jahrhunderts ist. Ein Beispiel. Davon abgesehen gibt auch die schriftliche Dokumentation der Manuskripte, der Mushaf-Manuskripte, die wir haben, nichts anderes her, als dass dieser Text immer derselbe war. Hier gibt es auch keine Variante. Das Zweite, die Authentizität hinsichtlich der Autorität. Der Koran wurde immer als ein in seiner Echtheit und in seiner transzendenten Wirklichkeit unangefochtenes Wort verstanden. Es gibt hier keine Andersartigkeit. Es gibt auch keine historisch bekannte Sekte, die etwas anderes behauptet hätte und sich als muslimisch bezeichnet hätte. Das bedeutet, die Echtheit des Korans und die Art und Weise, wie der Koran zu den Menschen kam, egal ob das jetzt ein heutiger Betrachter akzeptiert oder nicht oder bekennt im religiösen Sinne oder nicht, war in der Vergangenheit niemals im Zweifel. Die Kritiker, die nicht Muslime waren, etwa christliche Mönche und andere, betrachteten natürlich den Islam insofern als eine Fälschung, weil grundsätzlich alles, was nicht christlich war und behauptete, auf bestimmte Dinge des Christentums zu referieren, wie es der Koran ja auch tut, ja nicht als echt betrachtet wurde, sondern als Sekte. Das ist ein ganz eigenes Problem. Aber die Authentizität hinsichtlich dessen, was Muslime annehmen, war in sich selbst immer geschlossen und eindeutig. Wer also heute sagt, der Koran hat keine Authentizität und meint, er ist erfunden als Text, irrt. Das ist de facto nachweisbar. Das ist nicht von mir oder einem anderen abhängig. Dazu sind die Evidenzen im Laufe vor allen Dingen der letzten 10 Jahre immer mehr geworden. Wenn man meint, er hat keine Authentizität bezüglich dessen, der Koran hätte jetzt moralisch, sachlich oder andersartig den Menschen religiös oder von sonstiger Autorität her nichts zu sagen, würde im Grunde diejenigen Menschen bevormunden, die dieser Auffassung sind. Also beide Richtungen bringen hier nichts. Jetzt könnten Sie fragen, welchen Zweck hat denn die Aussage? Wenn man meint, der Koran wurde viel später geschrieben, gemeint, als er behauptet, geschrieben worden zu sein, so kommt hieraus schon ein sehr charakteristisches nicht-muslimisches Verständnis vom Koran heraus. Nämlich die Vorstellung, das ist ein geschriebener Text, das hätte jeder schreiben können. Die Frage der
Echtheit durch Bestätigung der parallel laufenden mündlichen Tradition wird hier gar nicht wahrgenommen. Das ist ein allgemeines Problem der westlichen Forschung, was erst jetzt in den letzten 5-6 Jahren etwas anders betrachtet wird. Diejenigen, die das also so sagen, haben offensichtlich bestimmte Bereiche der wissenschaftlichen Forschung nicht ganz mitbekommen. Und das andere, die Frage der Authentizität, ist entweder eine Frage der Bevormundung, die sich ein bekennender Muslim genauso wenig gefallen lassen muss, wie ein bekennender Christ sich das über die Bibel gefallen lassen muss. Und wenn man meint, hier ist etwas gefälscht worden, dann komme ich auf die vorigen Argumente zurück. Der Originaltext, der als solcher ja völlig transparent und allgemein bekannt ist, hat genug Selbstbelegung, dass er historisch aus genau der Übergangszeit stammt, aus der er behauptet zu stammen. Von daher ist das Argument nicht stichhaltig, wenn man es sachlich betrachtet. Und damit möchte ich mich auch bedanken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.